Schuhe, Socken oder gleich der ganze Sportbelag? Hergestellt aus dem Klimakiller CO2. Wäre das nicht revolutionär? Genau das machen diese beiden Männer und ihre Teams. Mit ihrer Erfindung drehen sie den Weg vom Rohstoff zum Ausstoß einfach um. Der Kern der Idee? Kohlenstoff. Als Kohlenwasserstoff, gewonnen aus Erdöl, nutzen wir ihn als Baustein vieler Dinge, die wir zum täglichen Leben brauchen. Kleidung, Benzin oder Kunststoffe. Gasförmig als Kohlenstoffdioxid, also CO2, schadet er dem Klima. Dabei ist auch Kohlenstoffdioxid tatsächlich äußerst wertvoll. Unsere Vision war es, die Abhängigkeit von Erdöl als zentraler Rohstoffquelle für die chemische Industrie aufzubrechen und andere alternative Kohlenstoffquellen zu erschließen. Und zwar nicht nur im Labor, das heißt im kleinen Maßstab, sondern auch im industriellen Maßstab, wo es dann wirklich Wirkung zeigt. Walter Leitner hat Direktor- und Lehrstuhlpositionen an mehreren namhaften Instituten inne. Und Christoph Gürtler ist Leiter der Katalyseforschung bei Covestro, einem Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen mit Sitz in Leverkusen. Ab 2007 leiten sie das neu gegründete CAT Catalytic Center, ein gemeinsames Forschungslabor der Uni Aachen und Covestro, um universitäre Grundlagenforschung und praktisches Industrie-Know-how für chemische Technologien nach Vorbild der Natur zusammenzubringen. Die beiden Chemiker konzentrieren sich auf sogenannte Polyurethan-Kunststoffe. Für ihre Herstellung verwendet man bislang sogenannte Epoxide, Kohlenstoffverbindungen, hergestellt aus Erdöl. Der Plan ist, sie teilweise mit Kohlenstoff aus CO2 zu ersetzen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Es gibt zwei ganz wesentliche Hürden, die man überwinden muss. Das eine ist, dass das CO2 kaum mehr einen Energieinhalt hat. Das ist ja das Endprodukt der Verbrennung, ist also ganz energetisch am Boden. Dazu braucht es jetzt einen Partner, der so viel Energie mitbringt, dass die beiden dann auch wirklich reagieren können. Jetzt wollen die zwei aber nicht zusammenkommen. Das ist wie im richtigen Leben. Der eine ist so ein bisschen träge, der andere ist so quirlig und energiereich. Zwei so ungleiche Partner bringt man nicht leicht zusammen. Und dazu braucht man den Katalysator. Katalysatoren sind Stoffe, die chemische Reaktionen beschleunigen und steuern, selbst aber unverändert bleiben. Einen solchen Vermittler, der träges CO2 mit hochenergetischen Epoxiden reagieren lässt, suchen die Forscher. Es ist die Suche nach dem Stein der Weisen. Mit ihrem Team arbeiten sie mehrere Jahre, bis sie schließlich den richtigen Katalysator finden. Dieses weiße Pulver. Der Katalysator ermöglicht die Fusion von CO2 mit Epoxiden und ersetzt so teilweise die erdölbasierte Komponente im Produkt. Präzise und energieeffizient. Der Katalysator, hier weiß dargestellt, setzt eine gezielte Reaktion in Gang und reiht die Kohlenstoffatome aus den Epoxiden, lila, und dem CO2, grün, wie Perlenketten zu neuen Molekülen auf. Heraus kommt diese zähe Flüssigkeit, Polyol. Sie ist Vorprodukt und Hauptzutat von Polyurethan-Kunststoffen. Die Forscher taufen sie Kardion. Zu 20% besteht sie jetzt tatsächlich aus Kohlenstoffen, die nachhaltig aus CO2 recycelt wurden. Ein Beispiel zu haben, wo man sieht, das geht aus dem Labor hinaus und kann tatsächlich Produkte des täglichen Lebens beeinflussen, ja, das war sensationell. Das ist das, was man bei Forschern unter Once in a Lifetime sagt. Einmal einen echt neuen chemischen Prozess von vorne bis hinten mitentwickelt, gestaltet, angeschoben zu haben, das ist eine ganz tolle Sache. Doch lässt sich das Verfahren auch in industriellem Maßstab umsetzen? Jetzt zahlt sich die Erfahrung des Industriepartners Covestro aus. Der Kunststoffhersteller investiert 15 Millionen Euro in den Bau einer industriellen Anlage für Kardion. Mit einem Produktionsvolumen von 5000 Tonnen pro Jahr. Als Standort wird bewusst ein Betriebsgelände bei Leverkusen gewählt, das in der Nähe anderer Industrieanlagen liegt. CO2 aus der Luft zu filtern, kann man machen. Ist aber mit großem Energieaufwand verbunden. In einem Chemiepark ist im Regelfall CO2 vorhanden, auch in großen Konzentrationen, als Abfallstoff anderer Industrien. Genau das nutzen wir als Rohstoff für unser Verfahren. Rohrleitungen leiten das CO2 direkt in die Pilotanlage. Das hat gleich zwei Vorteile.
Weniger CO2 wird in die Luft geblasen und es ersetzt gleichzeitig fossile Rohstoffe. Gürtler und Leitner zeigen damit erstmals, wie CO2 als Rohstoff industriell, ökonomisch und ökologisch sinnvoll einsetzbar ist. Mit einem großen Entwicklerteam und Dutzenden Einzelpatenten bringen sie die Technologie bis zur Marktreife. Der CO2-Kunststoff wird in Matratzen bereits genutzt. Als Dämmstoff zur Gebäudeisolierung, als Textilfaser, zum Beispiel für Socken oder als Zusatzstoff für Waschmittel, ist die Marktreife in Sicht. Und als Belag für Sportplätze wird er bereits erfolgreich verbaut. Sogar in Stadien für einige der größten Sportereignisse der Welt. Wenn es uns gelingt, das CO2, das als unvermeidbarer Abfall in bestimmten Prozessen anfällt, wieder zu verwenden, dann können wir zu geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen kommen. Und dieses Grundprinzip in Technologien einzubauen und zu nutzen, das ist unser Ziel. Es ist ein erster Schritt auf dem Weg zu der großen Vision einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.